Bereitschaft, in ständiger Anonymität zu leben. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Wie sagt man so schön, wir sind keine Eisverkäufer. Ich bin mir der Tatsache sehr bewusst, dass es auch mal schief gehen kann. Wer mit sowas nicht rechnet, glaube ich, hat das Berufsbild ein bisschen unterschätzt. Ein Leben in Angst. Nicht einfach für die Familien der Elite-Polizisten. Wenn ich bei meinen Eltern der mal gejammert habe oder auch geweint, dann hat meine Mutter immer gesagt, das wusstest du vorher. Aber vorher konnte man das gar nicht so richtig erahnen, wie das in Wirklichkeit ist. Die Geschichte der Grenzschutzgruppe 9, sie beginnt vor 40 Jahren. Olympia 72 in München. Heitere Spiele sollen es werden, die der Welt ein freies Nachkriegsdeutschland präsentieren. Ein unbeschwertes, gastfreundliches und friedliches Land. Die Sicherheitsvorkehrungen sind auf ein Minimum beschränkt. Dann der Schock am 11. Wettkampftag. 8 palästinensische Terroristen überfallen das israelische Mannschaftsquartier und erschießen 2 Sportler. 9 werden zu Geiseln. Den Krisenstab um Bundesinnenminister Genscher trifft das Attentat völlig unvorbereitet. Die Verhandlungen mit den Attentätern gestalten sich zäh und erscheinen hilflos. Wirksame Mittel zur Geiselbefreiung? Fehlanzeige. Bei den Ereignissen des 5. September 1972 hat mich am meisten geschockt, das darf ich Ihnen ganz offen sagen, dieses amateurhafte Vorgehen der Polizei. Ich war es gewöhnt als Taktiker, dass man natürlich fachmännisch an so Sachen herangeht. Und hier war das Gegenteil der Fall. Und das konnte ich gar nicht glauben. Anders als Deutschland verfügt Israel über eine Spezialeinheit, die gerade erst 90 Geiseln aus einem entführten Flugzeug befreit hat. Nun hoffen die Israelis darauf, gerufen zu werden. Es kam die Anweisung, uns auf den Flug nach München vorzubereiten. Wir haben ein Kommando gebildet und die Befreiung mit Hilfe von Modellen akribisch durchgeplant. Wir warteten nur noch auf den Marschbefehl. Vergebens. Uns waren die Hände gebunden. Das deutsche Grundgesetz hat es offenbar nicht zugelassen, dass ausländische Einheiten auf deutschem Boden zum Einsatz kommen. Im olympischen Dorf bereiten sich gewöhnliche Schutzpolizisten auf eine Geiselbefreiung vor. Keiner von ihnen hat so etwas jemals zuvor gemacht. Der Einsatz bleibt nicht unbeobachtet. Dutzende Kameras transportieren die Bilder von der Polizeiaktion in die ganze Welt. Und in die Zimmer der Terroristen. Da hätte man schon etwas taktisch richtiger vorgehen können, keine Frage. Und nicht dieser völlig idiotische Ansatz vor der Presse und vor der Öffentlichkeit, da Polizeibeamte auf das israelische Quartier losgehen lassen. Also ich konnte das einfach nicht glauben. Die Terroristen reagieren nervös und wollen ausgeflogen werden. Hubschrauber bringen die Attentäter mit ihren Geiseln zum nahen Militärflughafen Fürstenfeldbruck. Dort steht eine Lufthansa-Maschine bereit. 5 sogenannte Präzisionsschützen sollen die 8 Attentäter auf dem Weg dorthin ausschalten. Doch die Einsatzleitung ist heillos überfordert, gibt die falschen Befehle. Als die Terroristen merken, dass sie in der Falle sitzen, exekutieren sie die wehrlosen, gefesselten israelischen Sportler. Elf tote Israelis und ein toter Polizist. Eine traurige Bilanz, die nachdenklich stimmt. Das, was dann geschehen ist, war für mich die schwerste Stunde meiner ganzen politischen Arbeit. Aber daraus waren Konsequenzen zu ziehen. Dort, wo 11 Tage zuvor noch die Sportler fröhlich einmarschiert sind, findet nun die Trauerfeier statt. Die Beteiligten sind sich einig. So eine Tragödie darf in Deutschland nie wieder geschehen. Ich habe dann auch zu Genscher gesagt, ich sage, also, jetzt muss was passieren. Wir müssen es auch der deutschen Öffentlichkeit zeigen, dass wir daraus Konsequenzen ziehen. Konsequenz war die Entscheidung, nicht resignieren, sondern daraus eine Lehre ziehen. Die Lehre hieß GSG 9. Am 26. September 1972 beschließt der Bundestag die Gründung einer Spezialeinheit zur Terrorismusbekämpfung. Nur 3 Wochen nach dem Drama von München. Ich habe eigentlich in meiner ganzen politischen Arbeit kaum ein Projekt erlebt, das auf eine so einhellige Zustimmung von Regierungsparteien und Opposition getroffen ist, wie der Vorschlag, eine solche Spezialtruppe zu schaffen.
Chef des Antiterrorteams wird Ulrich Wegener, Genscher Sicherheitsberater und Oberstleutnant beim Bundesgrenzschutz. Nach seiner Ernennung reist der neue Kommandeur in geheimer Mission nach Israel. Dort erhält er Nachhilfe im Antiterrorkampf. Wegener hat uns bei seinem ersten Besuch ganz schön beeindruckt. Ein Offizier vom Gardemaß, sehr intelligent und ganz geradeaus. Ich stand immer noch unter dem Eindruck dieser traumatischen Erlebnisse von München. Und ich habe mir immer wieder gesagt, egal wie, was dir jetzt passiert in Israel, du musst was daraus machen. Wegener gewinnt das Vertrauen der Gastgeber. Wir haben ihm angemerkt, dass er tief frustriert war durch die Tragödie von München. Und er hat uns sehr glaubhaft vermittelt, die richtigen Lehren daraus ziehen zu wollen. Ich habe dann gesagt, Freunde, ich bin dafür da, dass sowas nicht nochmal passiert. 2 Wochen lang darf er die israelischen Spezialisten beim Training begleiten. Ihre Methoden der Terrorismusbekämpfung beeindrucken den Deutschen, wie er in einem Bericht an seinen Dienstherren schreibt. Zurück in der Heimat muss der Kommandeur erst noch die geeigneten Männer für den Kampf gegen den Terror finden. Eines müssen sie alle sein: physisch und psychisch in Bestform. Und sonst? Der typische Giske Neumann war kein Macho, war kein Abenteurertyp, war ein intellektuell Weiterdenkender. Und manchmal etwas aus dem Rahmen denkender. Und darauf kam es uns an. Die Ausbildung ist kein Zuckerschlecken. Die Neuzugänge erwartet monatelanger Drill. Doch was darf die Familie von all dem wissen? Dieter Fox, GSG 9-Mann der ersten Stunde, erinnert sich. Den Angehörigen zu sagen, ich melde mich jetzt zu einer Spezialeinheit, wo es gegebenenfalls, auch wenn der Einsatz kommt, Tote geben kann. Das war unvorstellbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in der Friedenszeit sich zu so einer Einheit zu melden, mit dem Gewissen, es kann mich möglicherweise erwischen. Oder der Sohn kann getötet werden dabei oder vielleicht schwer verletzt oder zum Kuppel gemacht werden. Das war für die Eltern fast unvorstellbar. Wer bei der Elitetruppe landen will, muss kompromisslos sein. Im April 1973 sind 2 Einheiten zu je 30 Mann einsatzbereit. Und das gerade mal 7 Monate nach dem Attentat von München. Wegener hat immer in der GSG 9 von Beginn an unkonventionelle Wege eingeschlagen. Das passte natürlich vielen nicht, gerade auf der politischen Ebene. Doch gerade deshalb hat er Erfolg. Die Operationen der GSG 9 sind streng geheim und nur schwer kalkulierbar. Meist auch für die Angehörigen. Sehr viel hat sich natürlich exklusiv in diesem Männerclub abgespielt und wir haben da nur peripher Einblicke bekommen, aber wir haben sie bekommen und das war dann schon manchmal eine fremde Welt. Meine Frau hat mich also sehr, sehr unterstützt, das muss ich ganz offen sagen, und hat auch sehr viel Verständnis gezeigt, obwohl das nicht immer einfach war, nicht? Denn ich war ja praktisch dauernd weg. Jahrelang gilt für die Spezialisten nur eines: üben, üben, üben. Für den Tag X. Die Antiterror-Einheit verschlingt viel Geld, kommt aber kaum zum Einsatz. An ihrer Existenzberechtigung mehren sich Zweifel. Ist sie am Ende doch nur Trainingsweltmeister? Also der Begriff Trainingsweltmeister ist ein Begriff, den hasse ich wie die Pest. Aber leider war er da. Wir haben auch selten die Chance gehabt, uns zu beweisen in irgendwelchen Einsätzen. Gleichwohl wir trainiert haben bis zum geht nicht mehr. Wir an Maschinen trainiert haben, wir in Häusern trainiert haben, wir die eigenartigsten Ausbildungsvorhaben durchgeführt haben. Wenn wir uns nicht selbst trainieren und auch als in Anführungszeichen Trainingsweltmeister immer wieder neu beweisen, Tag für Tag, werden wir den Tag X nicht überstehen. Frühjahr 1977. GSG 9 Stützpunkt St. Augustin bei Bonn. Die Starthelfer aus Israel wollen wissen, wie es um die Spezialtruppe steht. Der Besuch bei Wegeners GSG 9 zeigte mir, dass sie eine Top-Einheit vom Weltniveau war. Und das nur wenige Jahre nach München. Sie hatten die richtigen Lehren aus den Ereignissen von damals gezogen. Auch das Polizeidebakel von München wird durchgespielt.
mit denselben Israelis, die 1972 vergeblich auf ihren Einsatz gewartet hatten. München 2 war ein voller Erfolg. Die Situation von Fürstenfeldbruck wurde exakt nachgestellt. Die Scharfschützen waren richtig aufgeteilt und alle Terroristen wurden gleichzeitig ausgeschaltet. Wenn sie diese Einheit damals in München gehabt hätten, wäre die Sache ganz anders ausgegangen. Deutschland 1977, der Terror der Roten Armee-Fraktion bedroht die Bundesrepublik. Blutiger Höhepunkt ist die Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Das Bonner Kanzleramt zeigt sich unnachgiebig gegenüber den Terroristen, die eine Freilassung von Gesinnungsgenossen fordern. Schleyer bleibt 44 Tage lang Gefangener der RAF. Am 13. Oktober 77 kapern palästinensische Terroristen die Landshut mit 86 Mallorca-Urlaubern an Bord. Die Entführer wollen ihren deutschen Kampfesbrüdern Schützenhilfe leisten und den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Okay, this is Captain Master Mahmoud. Everybody has to shut up, sit down, don't move. This plane is under my command. Ein mörderischer Irrflug über Rom, Zypern und Dubai beginnt. Diesmal ist Deutschland auf eine Geiselnahme vorbereitet. Die Männer der Antiterroreinheit dürfen endlich zeigen, was sie können. 60 Beamte sollen der entführten Maschine hinterherfliegen. Wohin auch immer. An dem Moment, als der Befehl von Wegener kam, die GSG 9 macht es, kann ich mich sehr wohl daran erinnern, jetzt in den Einsatz zu gehen, jetzt die Vorbereitung zu treffen, jetzt das zu können und das zu zeigen, was wir 5 Jahre lang gelernt haben, was wir 5 Jahre lang trainiert hatten und jetzt einmal die Trainingsweltmeister sein zu lassen. Bei den Geiseln schwindet die Hoffnung, heil davonzukommen. Am 4. Tag der Odyssee soll die Landshut in Aden landen. Die Hauptstadt des kommunistischen Südjemen ist das Wunschziel der Entführer. Der Sprit geht aus, doch Aden macht dicht. Die Maschine muss notlanden, auf einer Sandpiste neben der Landebahn. Ein wahrer Höllenritt. Kapitän Schumann prüft mögliche Schäden und bleibt zu lange fort. If he does not come back, I will blow up the plane. If he comes back, I will execute him. Er hatte heimlich mit den Behörden verhandelt. Go down. Jetzt hatte er seine Muskeln spielen lassen, hatte gezeigt, wie wahnsinnig konsequent er sein kann. Und es tat mir irrsinnig leid. Es ist heute noch so, wenn ich einen Schuss höre, dass ich zusammenzucke. Also, das ist einfach ein Trauma, was ich immer behalten werde. Und auch jemanden zu verlieren, dass jemand wirklich hingerichtet wird, direkt einen Meter neben einem, das ist nichts, was man vergisst. In Deutschland startet eine Lufthansa-Maschine mit den Kämpfern der GSG 9 Richtung Südosten. Alle Hoffnung, die 90 Geiseln doch noch zu retten, ruht allein auf ihnen. Mogadischu, die Hauptstadt Somalias, ist das neue Ziel der Entführer. Bald sollen hier die deutschen Spezialisten eintreffen. Nach der Ermordung des Kapitäns ist klar, eine Geiselrettung ist nur noch gewaltsam möglich. Wir hatten das jahrelang geübt. Wir haben jahrelang an X-Maschinen geübt. Nicht? Und wir kannten jeden Flugzeugtyp in- und auswendig. Überall, wo eine Maschine über Nacht stand, sind wir hingeflogen. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich aus dem FF wussten, was zu tun war. Die Männer der GSG 9 bringen sich nahe der Landshut in Position. Zur gleichen Zeit spitzt sich die Situation im Flugzeug immer weiter zu. Am 5. Tag der Entführung liegen die Nerven der Geiselnehmer blank. Wegeners Männer warten gespannt auf das Signal. Der Befehl kam sehr kurz. Typische Wegener-Art, okay Männer, der Staatspräsident hat zugestimmt, die GSG 9 macht das. So, das war für uns der Oberbefehl überhaupt, die Mutter aller Befehle, sag ich mal. 6 Sturmtrupps mit je 5 Mann stürmen die Maschine. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, welch ein bestialischer Gestank aus der Maschine kam, aus den Abwasserrohren. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas gerochen. Und da ist mir das erste Mal zu Bewusstsein gekommen, was sich da drin abgespielt haben könnte. Kurz nach 2 Uhr morgens beginnt die Operation Feuerzauber. Und wir haben eigentlich nur Köpfe gesehen.
Ich habe dann noch den Ruf ausgestoßen, Köpfe runter, wo sind die Schweine? Da habe ich gedacht, das sind Deutsche. Gut, gut, gut. Und dann habe ich mich geduckt, habe mich hingeschmissen und gerade einer der Terroristen hat in meine Richtung freundlicherweise eine Handgranate geworfen. Und dann habe ich noch einen Moment überlegt, einatmen oder ausatmen, dass die Lunge nicht platzt bei so etwas. Doch die Granate zündet nicht richtig. Und ich habe geguckt, Füße bewegt, auch alles noch dran, okay. Und Hauptsache raus, Hauptsache lebendig. Alle Geiseln und alle Retter überleben. Wie durch ein Wunder. Die von Terroristen in einer Lufthansa Boeing entführten 86 Geiseln sind alle glücklich befreit worden. Als ich dann aus der Maschine rauskam, da habe ich gedacht, na Gott sei Dank, dass das geklappt hat. Gott sei Dank, dass das geklappt hat. Und jetzt haben wir die Schande von München ausgewetzt. Das habe ich gedacht, wirklich. Nach 5 Tagen in der Hölle kehren sie heim. Ich war so dankbar, dass ich nach Hause flog. Ich glaube, ich wäre von alleine auf so einer rosa Wolke nach Hause geschwebt, wenn ich zufälligerweise unter mir ein Flugzeug gewesen wäre. So glücklich war ich. Wie genau die Geiseln befreit worden sind, muss bis heute geheim bleiben. Denn diese Taktik kommt bei der GSG 9 noch immer zum Einsatz. Die Heimat feiert begeistert die Helden von Mogadischu. Und auch rund um den Globus sorgt ihr Erfolg für Bewunderung. Wahrscheinlich waren wir in dem Augenblick die selbstbewusstesten Menschen auf der ganzen Welt, weil wir etwas geschafft haben, was bis dato zu dem Zeitpunkt keiner geschafft hatte. Nach der Operation in Mogadischu erlangte die GSG 9 sozusagen einen weltweiten Status als eine erstklassige Antiterror-Einheit. Und der Mythos wurde so überzogen, dass es selbst den Männern der damaligen GSG 9 unangenehm war. Sie werden geehrt mit dem Bundesverdienstkreuz. Dabei hätte alles auch ganz anders ausgehen können. Wenn dieser Einsatz also daneben gegangen wäre, wäre das Ende der GSG 9 gewesen. Bin ich fest davon überzeugt, auch meine Karriereende. Das ist keine Frage. Das ist halt so. Nicht? Wenn eine Spezialeinheit nicht funktioniert, dann muss man sie halt auflösen wieder. Die Befreiungsaktion von Mogadischu beschert Ulrich Wegener weltweite Anerkennung. Bei der RAF steht er dafür ganz oben auf der Liste. Der Terror ist noch lange nicht vorüber. Am Tag nach Mogadischu ermordet die RAF den entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Das hat natürlich unser Familienleben auch verändert. Also das war keine unbeschwerte Zeit mehr. Und mein Vater war sehr viel klarer unter Bedrohung, als er das jemals mit uns besprochen hat. Ich habe manchmal natürlich diese Gefährdungslage etwas verdrängt, das kann ich ehrlich sagen, oder in den Hintergrund geschoben, nicht? Und habe gesagt, hier passiert schon nichts, was soll's. Meine Mutter hat schon sehr darunter gelitten. Also in der Hochphase um 77 herum hatte sie ja auch Personenschutz. Und meine Mutter hat darunter psychisch auch ziemlich gelitten. Es kam dann auch irgendwann mal zu einem Zusammenbruch. Das ist halt so. Meine Familie hat damit leben müssen. Nicht immer zur großen Begeisterung meiner Familie. Aber wenn man seine Pflicht tut, muss man also auch sowas in Kauf nehmen. Pflichterfüllung, bedingungslose Einsatzbereitschaft, Unerbittlichkeit. Das Credo der Antiterrortruppe. Ihre Expertise hat sie in mehr als 10 Länder getragen. Zum Aufbau ausländischer Spezialeinheiten. Sie ist geachtet und auch gefürchtet. Die Tatsache, dass es so eine Gruppe gab, die auch so erfolgreich arbeitet, so präzise, glaube ich schon, dass das auch auf Seiten derjenigen, der Gruppen, die vielleicht nochmal Pläne hatten, etwas Ähnliches zu tun, ihre abschreckende Wirkung nicht verfehlt hat. Die GSG 9 begreift sich als verschworene Truppe. Im Ernstfall muss sich jeder blind auf den Nebenmann verlassen können. Ein besonderer Chorgeist prägt das Schattenleben der anonymen Terrorbekämpfer. So. Es ist die Aura, die GSG 9 umweht. Und das ist auch was einen bestimmten Typus Männer anzieht, was in Teilen sicher auch fast etwas Männerbündisches hat.
wo es dann die Aufgabe des Kommandeurs ist, das wieder zurückzuziehen, den Testosteronpegel wieder etwas zu senken und dafür zu sorgen, dass die Jungs nicht überdrehen. Eine Gratwanderung. Die Ausbildung bei uns ist extrem hart. Wer eine gewisse Leidensfähigkeit und diesen Durchhaltewillen und auch die Durchhaltefähigkeit nicht mitbringt, der hat bei uns keine Chance. Die Auslese ist elitär. Doch wer die 10-monatige Ausbildung übersteht, ist für den Tag X gerüstet. Die 1980er Jahre sind geprägt vom Kampf gegen den nationalen Terrorismus. Die einstigen Trainingsweltmeister im Dauereinsatz. Was das Einsatzspektrum nach Mogadischu betraf, wurde es natürlich für die GSG 9 besser, denn sie wurde häufiger als Zugriffskommando eingesetzt, vor allem beim Zugriff auf deutsche Terroristen der RAF-Generation. Ein schwerer Schlag gegen die RAF gelingt 1982 mit der Festnahme von Adelheid Schulz und Brigitte Mohnhaupt. Doch die Anschlagsserie, wie hier 1989 gegen Deutsche Bankchef Herrhausen, reißt nicht ab. Auf einem Bahnhof bei Schwerin kommt es im Juni 1993 zur erneuten Nagelprobe für die GSG 9. Seit Wochen haben Fahnder des Bundeskriminalamts RAF-Terroristen im Visier. Das Besondere an Bad Klein war, dass seit langen Jahren es endlich mal wieder oder überhaupt die Möglichkeit gab, Mitglieder der Kommandoebene der RAF festzunehmen. Scheinbar reine Routine. Die gesuchte Terroristin Birgit Hogefeld erwartet die Ankunft ihres Freundes Wolfgang Grams. Dabei wird sie von knapp 100 Beamten des BKA und der GSG 9 beobachtet. Erstmals berichten zwei von ihnen öffentlich über die Operation. Ein 7-köpfiger Spezialeinsatztrupp soll im Tunnel zugreifen, doch die Kommunikation versagt. Der Funkspruch lautete: Wenn Zugriff erfolgt, kontrolliert den roten Kadett. Verstanden worden ist aber von dem einen Beamten: Zugriff erfolgt, kontrolliert den roten Kadett. Das hieß für ihn, unten im Tunnel ist der Zugriff erfolgt und er wollte unterstützen. Und als er dann die Treppe runterlief, hat er registriert, dass der Zugriff noch gar nicht erfolgt war und hat sich dann direkt abgewendet. Und dieses hat wiederum der Beobachter des Teams, der im Tunnel vorne war, registriert und hat gesehen, dass Grams irgendwie auf diesen Mann reagiert hat. Wir sind hinter dem flüchtenden Grams hinterhergelaufen, die Treppe hoch in Richtung Bahnsteig. Ich erinnere mich, ich war an dritter Position. Grams hat sich dann blitzschnell umgedreht und hat sofort angefangen zu schießen. Ich habe dort in der Situation nicht direkt wahrgenommen, dass mein Kollege Neff Zeller getroffen wurde, dass auch mein zweiter Kollege getroffen wurde von Schüssen. Ich habe meine Waffe nach oben genommen und habe auf diese Bedrohung reagiert, indem ich geschossen habe. Ob ich Herrn Grams getroffen habe oder nicht, weiß ich nicht. Bis heute nicht. Habe mich dann zu Boden geworfen und habe auf der Treppe liegend nachgeladen. Während der ganzen Zeit wurden sehr, sehr viele Schüsse abgegeben. Als ich den Kopf wieder gehoben habe, mit der Schusswaffe in der Hand, war Herr Grams nicht mehr zu sehen. Der Terrorist fällt auf die Gleise und bleibt tot liegen. Bald heißt es, Wolfgang Grams sei von GSG 9-Beamten regelrecht hingerichtet worden. Es gab anonyme Zeugen, die in Redaktionen auch im Spiegel angerufen haben und ihre Version erzählt haben. All dieses hat eine Gemengelage entstehen lassen, wo wenig harte Fakten, wenig Nachvollziehbares auf dem Tisch lag und wo spekuliert worden ist über die Frage, wie Wolfgang Grams ums Leben gekommen ist, wer ihn erschossen hat, ob er sich selber erschossen hat oder es die GSG 9 gewesen ist. Viele der damaligen Vorwürfe, der damaligen Berichte haben sich in dieser Form nicht bestätigt. Erst nach Monaten bestätigen Gutachten Grams Selbstmord und entlasten die beteiligten Beamten. Doch ihr Ruf hat Schaden genommen. Was mich damals am meisten belastet hat, war eigentlich die öffentliche Diskussion, war die Erkenntnis, dass das, was in der Zeitung steht, so gar nicht der Wahrheit entsprechen kann, sondern aufgrund von Verdrehungen, aufgrund von Falschaussagen zustande gekommen ist. Ich befand mich praktisch die erste Zeit nach dem Einsatz in ständiger Erklärungsnot. Dabei hat die GSG 9 mit Michael Neff-Zeller den ersten Toten zu beklagen. In 20 Einsatzjahren. Bis heute ein Trauma für die Truppe. Für mich war das also eine der schlimmsten Stunden nach München. Das darf ich ganz offen sagen.
Wenn der Einsatz 1977 in Mogadischu der Höhepunkt im Renommee der GSG 9 gewesen ist, dann ist der Einsatz in Bad Klein 1993 der Tiefpunkt gewesen. Polizei! Das Desaster von Bad Kleinen hat Folgen. Bei der Ausrüstung wird nachgebessert und jeder Einsatz per Helmkamera dokumentiert, zur Analyse und juristischen Auswertung. Seit 2005 gehört die GSG 9 zur Bundespolizei. Ihr Zugriff erfolgt meist, wenn die SEKs, die Spezialeinsatzkommandos der Länder, nicht weiterkommen. Jeder Einsatztrupp ist 7 Mann stark. Mit 45 ist Schluss. Und bis heute hat es keine Frau in den aktiven Dienst geschafft. Wegen der physischen Anforderungen, so sagt man. Wenn es heißt, die GSG 9 rückt an, dann stellt man sich große, muskelbepackte, schwer bewaffnete Männer vor, mit Sturmhauben vermummt, die sich aus Hubschraubern abseilen, die mit Schnellbooten ein Schiff entern. Und das flößt natürlich Respekt ein. Ihr Wirkungsspektrum ist heute größer denn je. Maritime Kräfte, Scharfschützen, IT- und Sprengexperten sowie Fallschirmspringer bilden den Kern der GSG 9. Fachleute schätzen ihre Stärke auf über 300 Mann. Genaue Zahlen müssen geheim bleiben, ebenso ihre Identität. Identitätsschutz ist in der GSG 9 ein sensibles Thema, weil der Identitätsschutz auch Einschränkungen, gerade im privaten Leben, mit sich bringt. Sie operieren im Schutz der Anonymität. Ein Job unter permanenter Höchstspannung, auch für die Familie. Viele Ehen scheitern an dieser ständigen Belastung. Das ist mir sehr bewusst, dass wir ein Familienleben führen, das mit normalen deutschen Familienvätern nicht zu vergleichen ist. Wir werden hier abgerufen in Einsätze, wo wir nicht wissen, wo es hingeht, wie lang sowas dauern wird und wie die Risiken dabei vorhanden sind. Von meiner Person kann ich nur sagen, meine Frau weiß, was ich mache, aber ich will ihr nicht alles erzählen. Es hat schon öfter mal auch gekracht, auch bei uns, wo ich dann gesagt habe, also der Job, das ist alles wichtiger als jetzt eben die Familie. Ich meine, es ist ja, sei es Kommunion oder Einschulung oder all die wichtigen Dinge, ja, wo ich dann auch oft mit den Kindern eben alleine war und er war unterwegs. Die Anschläge auf das World Trade Center 2001 bleiben auch für die Männer der GSG 9 nicht ohne Folgen. Der internationale Terrorismus fordert seinen Tribut. Nach dem 11. September ist ja die terroristische Bedrohung der Welt an allen Stellen der Welt gewachsen, wie wir alle wissen. Es ist ja nicht bei New York geblieben. Viele Bluttaten danach sind geschehen. Also denken Sie an Madrid, die Anschläge auf die Vorortzüge in London, in Djerba, in Tunesien und in Asien. Gerade für solche Bedrohungssituation ist eine solche Truppe von unschätzbarem Wert. GSG 9 ist heute aus unserem ganzen Abwehrsystem nicht mehr wegzudenken. Das Antiterror-Team kommt überall dort zum Einsatz, wo deutsche Staatsbürger in Gefahr sind. Wie bei Entführungen oder dem Schutz von Botschaften. In der Atlas-Gruppe, dem Verbund von Polizeispezialeinheiten der europäischen Länder, werden gemeinsam außergewöhnliche Szenarien trainiert. In Zukunft wollen sie gewappnet sein, wenn Terroristen die Kräfte einzelner Nationen überfordern. Wir haben ja in der jüngeren Vergangenheit einige Beispiele gehabt, die Spezialeinheiten aus der ganzen Welt vor besondere Herausforderungen gestellt haben. Denken Sie an die Einsätze bzw. Lagen im Moskauer Nordosttheater, also an das Phänomen der Massengeiselnahme. Denken Sie an die Geiselnahme in der Schule von Beslan. Auslandseinsätze in Krisengebieten sind besonders riskant. Im April 2004 wird im Irak ein Konvoi zum Schutz des deutschen Botschafters von Rebellen beschossen. 2 GSG-9-Beamte werden verschleppt. Tobias Retterats Leichnam wird erst Wochen später gefunden. Thomas Hafenecker gilt bis heute als vermisst. Ein Schock für Familie und Freunde. Dann ist einem das so richtig bewusst geworden, wie gefährlich das Ganze ist. Als es dann halt mit Bagdad war und mit unserem Freund sozusagen, da ist uns das richtig oder mir richtig bewusst geworden. Das war schrecklich und ist eigentlich immer noch schrecklich.
Ich glaube, ich hatte noch nie so eine Situation im Leben, wo man sagt hier, dass man einen guten Freund, einen Nachbarn, jemanden, mit dem man sich eigentlich sehr intensiv ausgetauscht hat und der auch von seiner Persönlichkeit her ein außergewöhnlicher Mensch war, dann plötzlich nicht mehr hat. Ich war dann in St. Augustin zugegen, wie die Truppe dann mit der Familie umgegangen ist. Man muss das nur mal mitbekommen haben, mal erfahren haben, dann weiß man, das ist keine Rambo-Truppe, sondern eine sehr, auch durchaus emotional, die also eine Zuneigung den Familienangehörigen dort entgegengebracht haben, was mich ungeheuer beeindruckt hat. Drei Tote in über 1700 Einsätzen, jeder einzelne wird schmerzlich vermisst. Doch bei aller Trauer ist klar, der Kampf gegen den Terror geht weiter. Die Aufgaben werden immer anspruchsvoller, auch auf hoher See. Im Ausland sind Kollisionen mit dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, kurz KSK, vorprogrammiert. Die Elite-Polizisten der GSG 9 sind flexibel einsetzbar, auch ohne Bundestagsmandat. Massengeiselnahmen auf Schiffen etwa werden immer wieder durchgespielt. Wenn Sie mal in einer Lage sind, in der Sie mit Ihrem Leben abgeschlossen haben, weil jemand, der sehr gemein und böse und brutal und gnadenlos ist, Ihnen das Leben nehmen will, dann wünsche ich Ihnen, dass diese Jungs da sind und Sie da raushauen, denn die können das. Die maritime Einheit der GSG 9 bereitet sich vor, auch auf jede noch so undenkbare Situation. Lautloses Anpirschen und maximale Überraschung zum Bezwingen von Piraten. Für eine erfolgreiche Mission muss alles passen. Die besonderen Herausforderungen eines maritimen Einsatzes liegen in der Bewältigung der umfangreichen Logistik und Planung. Aber ich denke, dass wir in diesem Bereich gerade unsere ganz besonderen Stärken haben. Im April 2009 schlägt die Stunde der Bewährung. Piraten machen den Golf vor Somalia zur gefährlichsten Frachtstraße der Welt. Und kapern die Hansa Stavanger, ein deutsches Containerschiff. Zwei Dutzend Besatzungsmitglieder hoffen auf ihre rasche Befreiung. Der Einsatz in Somalia war ein klassischer Einsatz an der Schnittstelle zwischen Polizei und Militär. Die Piraten sind eigentlich ein Fall für ein militärisches Spezialkommando. Weil aber in Deutschland das Militär die Zustimmung des Parlaments braucht, war der damalige Verteidigungsminister heilfroh, dass die KSK nicht gefordert war, sondern dass die GSG 9 als Polizeieinheit vor Ort eingesetzt werden konnte. Rund 200 GSG 9 Beamte reisen daraufhin nach Kenia, ins Nachbarland Somalias. In Mombasa beziehen sie ein Urlaubshotel und fallen auf. Dann pflügten am Morgen sehr kräftige, glattrasierte, wohltrainierte Männer durch den Pool mit einer Geschwindigkeit, wo von vornherein klar war, deutsche Touristen können das nicht sein, saßen abends an der Hotelbar und tranken nur Mineralwasser. Damals ist schon den Spiegelreportern, die zufällig vor Ort waren, auch aufgefallen, dass hier irgendeine geheime Operation offensichtlich vorangeht. Die USA stellen einen Hubschrauberträger zur Verfügung als Basis für einen Einsatz. Gelingt es den einstigen Helden von Mogadischu erneut, Geiseln unter schwierigsten Bedingungen zu befreien? Wieder in Somalia? Der Kommandeur der GSG 9 hat noch in der Nacht vor dem avisierten Einsatz eine Generalprobe vornehmen lassen an Bord des Hubschrauberträgers Boxer der amerikanischen Marine. Hatte den Einsatz einmal komplett geübt und er war danach überzeugt, dass der Einsatz klappen könnte. Er hat nach Berlin gekabelt, wir sind soweit, wir sind bereit. Am Ende war es die Politik nicht, am Ende war es das Zusammenspiel in Berlin nicht. Kompetenzgerangel zwischen den deutschen Behörden führt schließlich zum Abbruch der Mission. Die Elitekämpfer dürfen sich bis heute nicht öffentlich dazu äußern. Erst 4 Monate später kommen die 24 Geiseln frei gegen knapp 3 Millionen Dollar Lösegeld. Ein fragwürdiger Deal? Die Welt hat sich halb kaputt gelacht über die Bundesregierung und die Welt hat sich, naja, noch mehr amüsiert über die GSG 9 und über die Schlagkraft der GSG 9 und über die Fähigkeiten und Kompetenzen des Kommandeurs. Und das ist tief, tief beleidigend. Aber das können wahrscheinlich nur Leute verstehen, die bei der GSG 9 sind. Politiker begreifen das nicht. Tel Aviv, Juni 2009. Nur wenige Wochen nach dem verhinderten Zugriff kommt es hier zu einer historischen Begegnung. Erstmals trainieren israelische Elitepolizisten gemeinsam mit rund 30 Beamten des deutschen Antiterrorteams auf israelischem Boden. Das war ja nicht irgendeine Einheit, es war eine deutsche Einheit. Vor allem vor dem Hintergrund unserer Geschichte, der jüdischen Geschichte. Das war etwas ganz Besonderes.
Und dass diese Spezialkräfte nach Israel gekommen sind, schafft in ständiger Anonymität zu leben. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Wie sagt man so schön, wir sind keine Eisverkäufer. Ich bin mir der Tatsache sehr bewusst, dass es auch mal schief gehen kann. Wer mit sowas nicht rechnet, glaube ich, hat das Berufsbild ein bisschen unterschätzt. Ein Leben in Angst. Nicht einfach für die Familien der Elite-Polizisten. Wenn ich bei meinen Eltern der mal gejammert habe oder auch geweint, dann hat meine Mutter immer gesagt, das wusstest du vorher. Aber vorher konnte man das gar nicht so richtig erahnen, wie das in Wirklichkeit ist. Die Geschichte der Grenzschutzgruppe 9, sie beginnt vor 40 Jahren. Olympia 72 in München. Heitere Spiele sollen es werden, die der Welt ein freies Nachkriegsdeutschland präsentieren. Ein unbeschwertes, gastfreundliches und friedliches Land. Die Sicherheitsvorkehrungen sind auf ein Minimum beschränkt. Dann der Schock am 11. Wettkampftag. 8 palästinensische Terroristen überfallen das israelische Mannschaftsquartier und erschießen 2 Sportler. 9 werden zu Geiseln. Den Krisenstab um Bundesinnenminister Genscher trifft das Attentat völlig unvorbereitet. Die Verhandlungen mit den Attentätern gestalten sich zäh und erscheinen hilflos. Wirksame Mittel zur Geiselbefreiung? Fehlanzeige. Bei den Ereignissen des 5. September 1972 hat mich am meisten geschockt, das darf ich Ihnen ganz offen sagen, dieses amateurhafte Vorgehen der Polizei. Ich war es gewöhnt als Taktiker, dass man natürlich fachmännisch an so Sachen herangeht. Und hier war das Gegenteil der Fall. Und das konnte ich gar nicht glauben. Anders als Deutschland verfügt Israel über eine Spezialeinheit, die gerade erst 90 Geiseln aus einem entführten Flugzeug befreit hat. Nun hoffen die Israelis darauf, gerufen zu werden. Es kam die Anweisung, uns auf den Flug nach München vorzubereiten. Wir haben ein Kommando gebildet und die Befreiung mit Hilfe von Modellen akribisch durchgeplant. Wir warteten nur noch auf den Marschbefehl. Vergebens. Uns waren die Hände gebunden. Das deutsche Grundgesetz hat es offenbar nicht zugelassen, dass ausländische Einheiten auf deutschem Boden zum Einsatz kommen. Im olympischen Dorf bereiten sich gewöhnliche Schutzpolizisten auf eine Geiselbefreiung vor. Keiner von ihnen hat so etwas jemals zuvor gemacht. Der Einsatz bleibt nicht unbeobachtet. Dutzende Kameras transportieren die Bilder von der Polizeiaktion in die ganze Welt. Und in die Zimmer der Terroristen. Da hätte man schon etwas taktisch richtiger vorgehen können, keine Frage. Und nicht dieser völlig idiotische Ansatz vor der Presse und vor der Öffentlichkeit, da Polizeibeamte auf das israelische Quartier losgehen lassen. Also ich konnte das einfach nicht glauben. Die Terroristen reagieren nervös und wollen ausgeflogen werden. Hubschrauber bringen die Attentäter mit ihren Geiseln zum nahen Militärflughafen Fürstenfeldbruck. Dort steht eine Lufthansa-Maschine bereit. 5 sogenannte Präzisionsschützen sollen die 8 Attentäter auf dem Weg dorthin ausschalten. Doch die Einsatzleitung ist heillos überfordert, gibt die falschen Befehle. Als die Terroristen merken, dass sie in der Falle sitzen, exekutieren sie die wehrlosen, gefesselten israelischen Sportler. Elf tote Israelis und ein toter Polizist. Eine traurige Bilanz, die nachdenklich stimmt. Das, was dann geschehen ist, war für mich die schwerste Stunde meiner ganzen politischen Arbeit. Aber daraus waren Konsequenzen zu ziehen. Dort, wo 11 Tage zuvor noch die Sportler fröhlich einmarschiert sind, findet nun die Trauerfeier statt. Die Beteiligten sind sich einig. So eine Tragödie darf in Deutschland nie wieder geschehen. Ich habe dann auch zu Genscher gesagt, ich sage, also, jetzt muss was passieren. Wir müssen es auch der deutschen Öffentlichkeit zeigen, dass wir daraus Konsequenzen ziehen. Konsequenz war die Entscheidung, nicht resignieren, sondern daraus eine Lehre ziehen. Die Lehre hieß GSG 9. Am 26. September 1972 beschließt der Bundestag die Gründung einer Spezialeinheit zur Terrorismusbekämpfung. Nur 3 Wochen nach dem Drama von München. Ich habe eigentlich in meiner ganzen politischen Arbeit kaum ein Projekt erlebt, das auf eine so einhellige Zustimmung
von Regierungsparteien und Opposition getroffen ist, wie der Vorschlag, eine solche Spezialtruppe zu schaffen. Chef des Antiterrorteams wird Ulrich Wegener, Genscher Sicherheitsberater und Oberstleutnant beim Bundesgrenzschutz. Nach seiner Ernennung reist der neue Kommandeur in geheimer Mission nach Israel. Dort erhält er Nachhilfe im Antiterrorkampf. Wegener hat uns bei seinem ersten Besuch ganz schön beeindruckt. Ein Offizier von Gardemaß, sehr intelligent und ganz geradeaus. Ich stand immer noch unter dem Eindruck dieser traumatischen Erlebnisse von München. Und ich habe mir immer wieder gesagt, egal wie, was dir jetzt passiert in Israel, du musst was daraus machen. Wegener gewinnt das Vertrauen der Gastgeber. Wir haben ihm angemerkt, dass er tief frustriert war durch die Tragödie von München. Und er hat uns sehr glaubhaft vermittelt, die richtigen Lehren daraus ziehen zu wollen. Ich habe dann gesagt, Freunde, ich bin dafür da, dass sowas nicht nochmal passiert. 2 Wochen lang darf er die israelischen Spezialisten beim Training begleiten. Ihre Methoden der Terrorismusbekämpfung beeindrucken den Deutschen, wie er in einem Bericht an seinen Dienstherren schreibt. Zurück in der Heimat muss der Kommandeur erst noch die geeigneten Männer für den Kampf gegen den Terror finden. Eines müssen sie alle sein: physisch und psychisch in Bestform. Und sonst? Der typische GSG-9-Mann war kein Macho, war kein Abenteurertyp, war ein intellektuell Weiterdenkender und manchmal etwas aus dem Rahmen denkender. Und darauf kam es uns an. Die Ausbildung ist kein Zuckerschlecken. Die Neuzugänge erwartet monatelanger Drill. Doch